Oh, ich dachte, sehe. Wir kommen jetzt zum Thema kreischende Jungfrauen, schwarz-weiße Masken, unheimliche Botschaften. Also nichts mit Tokyo Hotel jetzt, sondern die Neuverfilmung eines Horrorklassikers. Wir machen Scream. Scream. Max, du bist der Regisseur. Ah. Und hier ist dein Ensemble. Lars, du bist der irre Mörder mit der Maske. Kein Killer natürlich ohne Opfer. Da hätten wir einmal Barbara, du bist Sydney. Ich bin Casey. Ja. Wir sind Schwestern, natürlich, natürlich. Wie jeder sehen kann, eineiige Zwillinge. damit hätten wir also die Opfer. Der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann, das wäre der Detective Dewey. Das wäre dann Oliver. Ich würde sagen, deine Traumrolle. Ja. Aber was rede ich? Ja, weil ich übergebe jetzt einfach mal an Max, an die Regie. Und, cool, ich habe das Skript zwar nicht gelesen, aber mach's schon. Auch keins. Du musst uns jetzt sagen, was wir tun sollen. Ja, das hätte man mir nicht einen selbstklebenden Schnurrbart geben können. Warum muss ich einen mit Gummiband haben? Hast du einen mit Gummizug? Ja. Nein. Ja, das Budget ist ein bisschen knapp, meine Damen und Herren. Ach du Scheiße. Wir haben diesen Schnurrbart heute einem Rumänen am Hauptbahnhof abgenommen. Aber es ist ja für einen guten Zweck. So, Mädels, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wollt ihr mal... Meine Brüste haben sich verwickelt. Wollt ihr mal auf eure Markierung... Da kenne ich mich aus. Also, wir machen die Anfangsszene, die geht so. Casey, das bist du, Dirk, ne? Und Sydney, ihr sitzt auf dem Sofa und ihr habt eine richtig schöne, ausgelassene Pyjama-Party. Ja? Und dann klingelt das... Ja, ihr lacht. Dann klingelt das Telefon und was dann passiert, das könnt ihr euch schon denken. Achtung, Action! Hallo, Sydney. Ich bin Casey, oder? Du bist Casey, ich bin Sydney. Hallo? 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 Ja, hallo? Hallo? Wie geht es dir? Was? Casey, geht's gut? Wir essen Flips und amüsieren uns hier zu Tode. Ich habe Brüste. Anderes gezeigt. Guckt ihr euch gerne Horrorfilme an? Ja, gleich. Ich habe einen ausgeliehen, der ist ganz schlimm. Da spielt die Wer? Veronika Ferris mit. Oh, wie schlimm! Die ist toll. Ich mag die. Die hat auch Brüste. Das tut mir leid. Was? Ihr habt die Frage falsch beantwortet. Was? Und deswegen komme ich euch jetzt besuchen. Er kommt uns besuchen! Er kommt uns besuchen! Oh, ja. Ja. Oh, mein Messer! Na, warte! Oh, ich seh dich! Na, warte! Ja! 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 Na, warte! Nicht! Nicht! Ich bin noch so jung! Officer Dewey Bujui! Und er hat ein Messer in der Hand. Und er hat Casey getötet. Kommen Sie schnell, Mama. Bitte. Ich bin auch schon müde. Schnell weg. Inspektor Dewey? Y-A-M-C-A. It's fun to say. Y-A-M-C-A. Ja, Sie haben recht. Jetzt wird alles gut. Inspektor Dewey. Ja, ich bin's. Sie haben mich erkannt. Plötzlich war dieser schreckliche Mann da und er hat meine Schwester umgebracht. Sie hat dabei sogar ihre Augenklappen verloren. Um Gottes Willen. Und dann ist er einfach weggegangen, als wäre nichts gewesen. Ich habe schon viel schlimme Dinge in meinem Leben gesehen, aber davon werde ich noch Jahre träumen. Das ist ja ekelhaft. Ein Mord? Bitte tun Sie doch etwas. Über mein Funkgerät hieß es, hier wird ein illegaler Studentenporno gedreht. Verdammt. Wofür habe ich mich denn so schick angezogen? Naja, gut. Können Sie den Täter beschreiben? Er sah komisch aus. Irgendwie komisch. Ja. Geht's ein bisschen genauer? Er hatte einen offenen Mund und ich hatte das Gefühl, sein Gesicht war entstellt. Gut, mal sehen, auf wen das hier zutrifft. Wenn Sie irgendjemanden erkennen, von dem Sie glauben... Na, hier kommt ja nahezu jeder in Frage. Absolut. Ich habe solche Angst.
Ich hab solche Angst. Was ist mit Meister Propper da vorne zum Beispiel? Könnte der es gewesen sein? Es war noch schrecklicher. Noch schrecklicher? Okay. Es ist etwa dieser Mann. Nein! Ich wusste es. Nein! Und nein, ich bin das nicht. Jetzt werden wir wissen, wer hinter der Maske steckt. Ich hab's gewusst, ein Ossi. Ja, ich wusste es. Ja. Was? Das war doch super. Also Leute, das war schon ganz schön. Scheiße. Was? Es war zu kitschig, ja. Es war einfach viel zu amerikanisch. Ihr seid leicht bekleidet, es ist spät abends, ihr habt Brüste. Ach, und das Telefon klingelt und Fragen werden beantwortet. Woran erinnert euch das? An 9 Live. Das macht ihr jetzt. Okay. Im Stil von 9 Live. Viel Spaß. Auf Position. Und Action. Ja. Wir sitzen hier. Und wir werden auch noch die nächsten 5 Stunden hier sitzen. Und wir warten einfach mal, dass jetzt ein Anruf durchgestellt wird. 3, 2, da ist schon einer dran! Ist er dran! Hallo! Was ist die Lösung? Ja, was ist die Lösung? Ja, hallo. Aufgelegt! Ja. Scheiße! Kinder! Aufgelegt! Ja! Mann, Mann, Mann! 10, der 9, Hotbutton. Der Hotbutton ist 7, an! 6, der Hotbutton ist 5. An! Das wissen wir, jetzt geht ja hier wieder das Brötchen. Hallo! Ja, hallo, ich wollte lösen. Ja! Ja, Boris Becker. Falsch! Falsch! Leider falsch! Scheiße, Kinder, ist doch nicht möglich! Regie, ich glaube, ich leg noch 100 drauf. Der Begriff ist zu schwer, glaube ich, Regie. Warte, wieder einer dran, Casey oder Sydney oder wie immer du heißt. Ja, ich möchte noch mal lösen. Ja! Boris Becker, verstehst du? Falsch! 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 Das wird nichts heute Abend! Kinder, Kinder! So, wir bräuchten jetzt noch mal einen Anruf. Es ist eigentlich ganz einfach. Mach dich doch mal frei! Casey, mach dich jetzt mal frei! 5, 4, 3... Hallo? Bevor du auflegst, falsch! Falsch! Da meinst der Titel nur einfach. Jetzt reicht's mir. Genau. Jetzt möchte ich live lösen. Yeah. Und zwar 9 live. 5.000 Euro. Das klappt doch hervorragend. Und jetzt nimm doch mal die Maske ab. Komm jetzt, los. Oh Mann, Finger vom Telefon. Regie. Was? Kann mir mal einer die Polizei hier runterbringen? Wer wird nicht telefoniert? Komm, Baby, zieh dich aus. Ja, schickt mal jemand vorbei. Komm, es piekst doch nur ein bisschen. Schickt mal jemand vorbei. Oh. Ja. Ja, ich habe eine Meldung gekriegt, dass bei euch der Hotbutton zugeschlagen hat. Ist das richtig? Das ist richtig. Habe ich mir gedacht. Es ist so einfach. Es ist doch wirklich so einfach. Leute, also. Boah, ey, die machen mich wahnsinnig. Weißt du was? Pass auf. Es soll die Regie mich totschlagen. Ich lege noch 5 Geldpakete drauf. Okay. Die Frage ist so einfach. Welche geometrische Form ist das? Viereck oder Kreis, Leute? Guckt doch mal hin. Hingucken, jetzt anrufen. Und jetzt wird was durchgestellt. Ja. Achtung, jetzt. Countdown. Der Countdown läuft. Jetzt. Und gleich muss es klingeln. Ja. Gleich wird es klingeln. Absolut. Wenn... Mach du mal weiter. Mach du mal weiter. Ja? Boris Becker. Pass mal auf. Pass mal auf. Ja? Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal dieses Geldpaket jetzt auf. Guckst du zu? Ja, ich guck zu. Ach scheiße, der Zonk. Also, oh. Ja, blöd. Sehr gut. Vielen Dank, Miss. Das ist sehr, sehr wunderbar. Wunderbar, wir haben...